So, Freunde der Sonne und des Regenwetters, willkommen zu einer neuen Folge der FCI-Karriere. Ja, heute geht es zu Beginn erstmal gegen Uerdingen, im nächsten Spiel darauf gleich gegen Rostock. Das wird dann auch gleich das zweite selbstgespielte Spiel werden. Und ja, wir müssen da eigentlich beide gewinnen, denn unsere Vorstandsbewertung ist mittlerweile schon im roten Bereich, die ist auf einer 66. Also wenn wir jetzt hier nicht allzu schnell den Abstand auf die Spitze verringern, dann sehe ich schwarz darauf, dass wir hier noch eine Saison beim FCI sein werden. Aber gut, wir werden unser Bestes geben. Auf ins Spiel. Und die erste Chance gehört gleich mal uns, Paulsen. Ich weiß nicht, was er da vorne macht. Paulsen, aber er macht das Tor vorne. Und das ist die Hauptsache. Björn Paulsen mit dem 1:0 nach 5 Minuten ungefähr. Er holt sich dann den Ball und dann im 1:1 macht er ihn. Ja, mal Kutschke, also mal nicht Kutschke, der trifft Paulsen nach 6 Minuten mit der Führung. Gibt jetzt Ecke für Uerdingen nach ungefähr einer Viertelstunde. Ball kommt rein, aber gleich wieder weg, aber auch bloß zu einem Uerdingen-Spieler. Soll jetzt hier das irgendwie verteidigen und jawohl, wir haben den Ball. Und jetzt ab damit in die andere Richtung und den Konter einleiten. Pass auf Stendera, der ist schon fast durch. Nur noch ein Verteidiger ist da, jetzt der Pass in die Mitte auf Elva und der macht das 2:0. Elva mit dem 2:0 nach, ja, 20 Minuten ungefähr. Ja, das ist echt eine Erleichterung, muss man sagen. Also das läuft bis jetzt hier wirklich sehr gut, viel besser als in den restlichen Spielen oder in den vorherigen Spielen der Saison, besser gesagt. Und ja, jetzt 2:0 vorne, aber wir haben auch schon solche Vorsprünge wieder hergegeben und ja, mal schauen, ob wir den heute verteidigen können. So, gibt jetzt nach gut 38 Minuten nochmal Ecke für Uerdingen. So, dieses Mal den Ball, ja, wollte ich schon sagen, besser geklärt, aber nicht wirklich besser geklärt. Was ist denn das? Also, come on, was ist denn das bitte schön für eine dumme Aktion einfach nur gewesen? Am Ende schiebt Osawe ein. Also, da müssen wir irgendwie schon mal an den Kopfball kommen und dann, ja, dann steht er einfach vollkommen frei und der Ball fällt natürlich genau zu ihm, der Abpraller. Ja, und Buntic, der, ja, kommt da auch nicht mehr so wirklich ran und es steht 2:1 nur noch. Also kurz vor der Pause machen die jetzt hier den Anschlusstreffer. Ja, und genau das meinte ich nach dem Tor mit wachsam bleiben. Also, oh Gott, das will jetzt hier so ein Fehlpass, aber haben den Ball na, nicht wirklich wieder. Jetzt kommen die jetzt hier vielleicht noch zum Ausgleich vor der Pause. Nein, war abseits. Ja, also wir müssen hier weiterhin konzentriert bleiben. Also so ein Vorsprung meint noch nichts für uns. Und jetzt ist erstmal Pause. Ja, 2:1, ja, kurz vor der Pause hätten wir jetzt fast noch den Ausgleich kassiert, aber war dann zum Glück abseits. Aber ja, wir müssen das jetzt hier in der zweiten Halbzeit einfach versuchen, über die Zeit zu retten und am besten noch ein Tor nachlegen. Irgendwie sage ich das auch jedes Mal, kann das sein. Irgendwie einfach den Vorsprung über die Zeit retten und Tore nachlegen. Das ist so eine Grunddevise für die Halbzeit. Aber mal schauen, ob wir das dieses Mal schaffen können. Und jetzt Elva über die linke Seite, hat eine Menge Platz. Elva legt den Ball doch auf den anderen Fuß. Und das gibt's nicht. Wie macht der den denn nicht rein, der Kutschke? Oh mein Gott, also der muss drin sein zum 3:1. Da ist das Tor vollkommen leer und der macht den einfach nicht rein. Also sowas habe ich auch noch nie gesehen. Wie der Alte, also klar, der ist jetzt nicht der beste Stürmer, aber den muss er halt einfach reinmachen. Also kann nicht sein, dass er den da vor das leere Tor da in den Oberrang schießt. Also, ja, also wenn, also das hätte jetzt das 3:1 eigentlich sein müssen. Jetzt aufpassen, jetzt kommt die Uerdingen nach vorne. Ja, das wäre jetzt so typisch gewesen, wenn die jetzt das Tor gemacht hätten, aber war kein Tor. Jetzt der lange Ball auf den mittlerweile eingewechselten Ayensa. Ayensa am Verteidiger vorbei, aber braucht dann da zu lange. Dann kann der Verteidiger ihm da den Ball abnehmen. Also, da muss der schon ein bisschen schneller da am Verteidiger vorbeigehen, sonst wird das nichts. Und jetzt ist es aus. Damit gewinnen wir 2:1 gegen Uerdingen. Ja, auch noch in Uerdingen.
Ja, das war also am Ende hätten wir das einfach höher gewinnen müssen. Also, wenn das jetzt unentschieden ausgegangen wäre und da vor allem dann am Ende Akerayense oder davor Kutschke, wenn die das dann nicht gemacht hätten, also das wäre dann schon echt bitter gewesen. Aber es ist trotzdem ein Sieg geworden. So, und jetzt sind wir auch schon da beim Spiel gegen Hansa Rostock. Ja, die sind hier in FIFA nur 16. In der Realität sind die aber verdammt stark. Die haben jetzt erst am Wochenende 5-1 gegen, ich weiß es gerade nicht wen, gegen Viktoria Köln oder so war das, glaube ich. Ich weiß es jetzt gerade echt nicht mehr, aber irgendwie sowas gegen die, glaube ich, war es, aber haben die gewonnen und sind jetzt, glaube ich, auch im Aufstiegsrennen mit dabei, die Rostocker, aber hier in FIFA nur 16. auch mit, ja, doch einiges an Abstand sogar zu uns. Ja, und wir sind jetzt mittlerweile auch schon 10. und ja, die Aufstiegsplätze sind in Sichtweite, würde ich jetzt mal sagen, sind immer noch über 10 Punkte, aber ja, wir sind schon mal etwas näher gerückt. Und ja, jetzt gegen Rostock, das Spiel werden wir auch spielen und auch wieder versuchen, den nächsten Sieg zu holen. Und da sind wir auch schon beim Spiel gegen Rostock, dieses Mal zu Hause im heimischen Audi Sportpark. Ja, vor dem Spiel hat man Kutschke nochmal gezeigt mit seinen 13 Toren da beim Aufwärmen. Ja, der war blieb blass gegen, das habe ich schon wieder vergessen, wie wir gespielt haben, gegen Uerdingen, genau. Gegen Uerdingen haben wir ja vorher gespielt. Ja, ich nehme das hier direkt nacheinander auf. Also sind gerade 2 Minuten oder sowas vergangen seit dem Spiel und ich weiß es schon nicht mehr. Ja, Alzheimer lässt grüßen. Aber ja, was ich sagen wollte, gegen Uerdingen blieb er blass. Mal schauen, ob er das heute gegen Rostock ändern kann. Und das gibt sich das als 1 zu 0. Da dachte ich nie im Leben, dass sie aus dem Freistoß was machen. Aber die machen den halt einfach rein. Zwar nicht direkt, aber der war schon, also die Technik war nicht schlecht, diese Freistoßvariante. Hier kommt die Flanke und da denke ich eigentlich, dass wir den Kopfball gewinnen. Und dann ins lange Eck. Buntic steht da ein bisschen zu weit auch vorm Tor. Und dann köpft Herzog den ein zum 1 zu 0 für Rostock. Ja, damit jetzt wir hier in Rückstand, aber noch ist nichts verloren, sind auch noch fast 80 Minuten zu spielen. Das gibt's nicht. Das ist einfach nur so dumm. Oh Mann, ey, da haben wir den Ball und da will ich den zurückspielen, aber der macht einfach nichts, dreht sich sogar in die andere Richtung und dann nimmt der Stürmer ihm halt den Ball ab und schiebt ihn dann locker ein zum 2 zu 0. Also, ja, ja, keine Ahnung, also was der Verteidiger da gemacht hat. Wie gesagt, ich wollte den einfach entspannt zu Buntic zurückpassen und der den dann, dass der den dann weghaut, aber ja, der macht einfach nichts, dreht sich in die andere Richtung und dann ist er natürlich keine große Herausforderung mehr für den Stürmer. Jetzt kurz vor der Pause wir nochmal, aber Kutschke, ja, der ist halt nicht so der athletische Typ, der braucht halt für diese ganzen Bewegungen ein Stück länger. Und gibt jetzt aber nochmal Einwurf für uns. Mal schauen, ob wir hier vielleicht noch den Anschlusstreffer machen können. Ja, da verlieren wir dann den Ball. Ja, wir haben irgendwie bis auf Elva vorne nicht so diese athletischen Typen, die was so ins Dribbling gehen können. Da, ja, müssen wir ein bisschen anders vorne spielen. So, jetzt ist die Nachspielzeit eigentlich auch schon fast vorbei. Jetzt Rostock aber nochmal. Ball in die Mitte. Bunte schaut den Ball weg. Jetzt Schiri pfeift ab. Ball kommt nochmal zurück. Das gibt's nicht jetzt. Ja gut, jetzt pfeift er ab. Also sich jetzt schon im Strafraum die Rostocker, aber Schiri pfeift einfach mal ab. Okay, kann man mal machen. Ja, jetzt 0 zu 2 zur Pause. Also das zweite Tor dürfen wir so nie im Leben kassieren. Also ja, das zweite Tor war einfach nur dumm. Ja, mal schauen, ob wir das jetzt in der zweiten Halbzeit wieder gut machen können. Oder ob das so läuft wie in der ersten Halbzeit. Und das gibt's nicht. Boah, das ist. Was machen da die Verteidiger? Die lassen die einfach durchgehen. Ich drück da zigmal was, dass die da endlich mal was machen. Und dann. Hier, der Paulsen macht einfach gar nichts. Der lehnt sich da an den Gegenspieler, aber wirklich verteidigen tut er das nicht. Also, keine Ahnung, was der Paulsen da macht. Also, im letzten Spiel war der noch brutal stark, aber heute, ja, weiß ich nicht, was mit dem los ist. Und jetzt schon 3 zu 0 der Rückstand. Ja, das jetzt noch aufzuholen, könnte schwierig werden. Und das ist viel zu einfach, was die da machen. Also, ich weiß nicht, was mit denen los ist.
Ich weiß teilweise echt nicht, was mit diesen Scheißverteidigern los ist. Also was die da teilweise für Scheiße anstellen. Also, come on. Also ich, da erstmal genau zum Gegenspieler der Ball und dann da was Heinloth oder wer das war, da macht, oder war das auch wieder Paulsen? Der was einfach, ja, das war Paulsen, was in die komplett andere Richtung läuft, statt den Ball abzufangen. Also, ja, die sind heute einfach auch wieder komplett lost, diese Verteidiger, wirklich, Alter, jetzt schon. Also manchmal ist das wirklich so, in manchen Spielen denke ich mir wirklich so, da, also da haben die Spieler einfach teilweise gar keinen Bock. Da sind dann auch wieder so Pässe wie jetzt gerade eben, die was einfach irgendwo hingehen, aber nicht mal ansatzweise ankommen. Also das ist einfach nicht dieselbe Mannschaft, die was vorhin gegen Uerdingen gespielt hat. Also gegen Uerdingen haben die sich viel besser spielen lassen. Also ich weiß nicht, was das ist. Und da habe ich nicht einmal ansatzweise hingezielt. Und das gibt, boah, der Ball ist nicht drin. Also ganz ehrlich, mich hätte es nicht überrascht, wenn der jetzt auch noch reingeht. Einfach weil, ja, einfach weil die Spieler, keine Ahnung, irgendwas machen. Aber nicht das, was man ihnen sagt. Da, die Pässe kommen nicht dahin, wo sie hin sollen. Das, sie machen was komplett. Ich habe da einfach nicht hingespielt. Wo sollte der Ball hingehen? Da stehen direkt vor ihm drei Leute und der spielt den nach links, statt einfach geradeaus nach oben zu passen. Also, ja. Und jetzt kommen wir da nicht in die Zweikämpfe und jetzt rettet zum Glück Buntic. Also, ja, das ist wirklich einfach nur, ja, mir fehlen da einfach die Worte. So, gibt jetzt kurz vor Schluss nochmal Ecke. Nachspielzeit hat schon angefangen. Ball kommt rein, ja, gleich wieder raus, aber wir haben erstmal noch den Ball. Jetzt Krause probiert es einfach mal. Und so nochmal abgefangen von Paulsen. Ja, und jetzt pfeift der Schiri ab. Ja, 4:0 verlieren wir das jetzt hier gegen Rostock. Ja, einfach weil die Spieler einfach, also das war nicht dieselbe Mannschaft. Das waren zwar dieselben 11 Spieler auf dem Platz, aber es war nicht dieselbe Mannschaft wie gegen Uerdingen. Das war, also die waren alle, keine Ahnung, was mit denen los war, aber ja, ob die irgendwas vom Spiel gesoffen haben oder so, aber keine Ahnung, was mit denen los war. Also, ja, ich bin einfach überfragt. Und ja, also das ist halt am Ende dann auch verdient, weil das waren einfach teilweise einfach vermeidbare Tore, aber wenn man halt manche Sachen nicht macht, die Basics nicht beherrscht, dann verliert man halt mal ganz schnell 4:0. So, und mittlerweile ist auch Eckhard Ayensa verkauft. Ja, für 2,1 Millionen hatte ich ja schon gesagt, dass ich den verkaufen will, weil das Vertrag wäre ausgelaufen. Wir konnten den auch gar nicht mehr verlängern. Deswegen habe ich den jetzt einfach mal vorsichtshalber verkauft. Und ja, der bringt uns 2,1 Millionen und ja, mal schauen, ob wir mit dem Geld noch was machen. So, jetzt geht es gegen den Halleschen FC. Das werden wir ja simulieren natürlich. Und ja, mit der ersten Elf. Und jetzt habe ich wieder die falsche Simulation ausgewählt. Ich war jetzt gerade auch nicht mehr sicher, was nochmal das Richtige war. Aber ja, jetzt habe ich wieder die Simulation statt der Schnellsimulation genommen. Aber gut, das können wir jetzt auch hier gleich mal überspringen. Nein, nicht eingreifen, nein. Aber man kann ja hier zum Glück auch einfach den Rest simulieren. Und naja, dann kommt man wieder dahin und machen das jetzt doch mal genau hier und dann zum Ergebnis springen und es wird ein 0:0. Ja, viel Drama um, ja, eigentlich nichts. Es wird wieder nur ein Unentschieden in der Simulation. So, und jetzt geht es im letzten Spiel dieser Folge auswärts gegen Waldhof Mannheim. Da müssen wir rotieren, weil nämlich in 2 Tagen schon das nächste Spiel gegen Lautern ist und es wird eine 2:1 Niederlage, das gibt's nicht. Wie können wir denn gegen die verlieren? Also klar, wir haben mit der B11 gespielt, aber die ist jetzt nicht so schlecht. Wir hatten auch mehr Chancen und so, aber die sind halt einfach eiskalt vorm Tor, machen halt aus 3 Schüssen 2 Tore. Und ja, wir aus 4 Chancen nur 1 Tor. Ja, gut, das ja, ist jetzt eine echt bittere Niederlage. Also sowas darf eigentlich nicht passieren. Ja, und damit rutschen wir jetzt einfach noch weiter ab in der Tabelle, als wir es eh schon getan haben. Sind jetzt auch nur noch bei einer 64er Manager-Bewertung. Ich sehe wirklich schwarz, ob wir diese Saison noch als FCI-Coach ja, überstehen. So, und jetzt sind wir auch schon angekommen beim Spiel gegen Kaiserslautern. Ja, das Spiel gibt es dann aber erst
beim nächsten Mal. Die sind auch nur 15. da. Also ich weiß nicht, was hier in FIFA los ist. Die ganzen Top-Teams sind gefühlt alle schlechter als in der Realität. Ja, 25 Punkte jetzt nach 21 Spielen. Es sind halt schon 15 Punkte auf einem direkten Aufstiegsplatz. Also gut, die haben aber auch ein Spiel mehr als wir. Also wenn wir das gewinnen, sind 12. Ja, also sind es weiterhin konstant 12 Punkte. Ja, also das zeigt halt, wir spielen jetzt nicht wirklich konstant. Bedeutet, dass die da oben auch echt nicht konstant spielen. Mal schauen, ja, wir haben 6 Niederlagen, da haben da oben auch teilweise welche so viele. Also es sind halt einfach diese vielen Unentschieden, diese 10 Unentschieden, die was uns halt wirklich die ganzen Punkte kosten. Ja, und ob wir dann gegen Kaiserslautern wieder oben angreifen können, das werden wir dann erst beim nächsten Mal herausfinden. Ja, bis dahin, wie immer, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.